Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Eisenbahnromantik. In dieser Sendung entführen wir Sie in die blauen Berge von Südindien, in die Nilgiri Mountains. Dort gibt es eine kleine, gleichnamige, schmalspurige Eisenbahn, die so bezaubernd, aber auch so großartig ist, dass sie es zum UNESCO-Weltkulturerbe geschafft hat. Angenehmer als mit der Nilgiri Mountain Railway kann man auf dem indischen Subkontinent wohl kaum reisen. Beschaulich wie vor 100 Jahren bietet der Dampfzug einen etwas anderen Blick auf Tamil Nadu, auf das Land der Tamilen. Anders als in Sri Lanka leben die Tamilen hier im Süden Indiens friedlich. Und etwa eine Autostunde entfernt von Coimbatore in Metupalayam beginnt die Eisenbahnreise. Auf einer Länge von 46 Kilometern windet sich der Zug 2000 Meter hinauf zum Urlauberparadies Uti. Metupalayam. Am Fuße des Nilgiri-Gebirges. Hier erlebt man noch die für Südindien so typische, unverfälscht erhalten gebliebene Kultur der Tamilen, deren Alltagsleben noch heute durch zahlreiche Tempelfeste einen Fixpunkt bekommt. Die Stadt ist ein Handelsplatz für Gemüse und Früchte aus den Nilgiris. Und sie hat einen Bahnhof. Der ist schon am frühen Morgen recht beliebt. Kein Wunder, denn die Eisenbahn ist in Indien die Lebensader der Nation. Gegen 6 Uhr, man weiß es nie so ganz genau, erreicht Metupalayam der sogenannte Nilgiri Express, ein Schnellzug aus Chennai. Wer mit der eher gemütlichen Nilgiri Mountain Railway weiterfahren will, muss umsteigen. Noch ist etwas Zeit für einen echten Coffee to go. Plätze sollten unbedingt im Voraus gebucht werden. Findet man seinen Namen auf der Liste, steht einer Fahrt nichts mehr im Wege mit einem der letzten Dampfzüge Südasiens. Abfahrt ist täglich morgens um 7.10 Uhr. Namensgeber der Eisenbahn sind die Nilgiris. Wörtlich bedeutet das so viel wie blaue Berge. Sie sind seit langem ein beliebtes Ausflugsziel. Und es gibt wohl keine angenehmere Möglichkeit, als sie mit der Eisenbahn zu entdecken. It's a wonderful experience working in this railway. Es ist eine wundervolle Erfahrung, bei dieser Eisenbahn zu arbeiten. Man trifft alle möglichen Menschen aus der ganzen Welt. Sie kommen hierher, um diese wundervolle Reise von der Ebene hinauf auf die Berge, durch die Natur und die schönen Täler zu erleben. Dabei kann man sich fast selbst vergessen und abschalten. Einmal am Tag ist dieses Bahnabenteuer möglich.
Der Zug ist langsam und schon bald hat man sich an seinen Rhythmus gewöhnt. Vor uns die Brücke über den zweitlängsten Fluss des Bundesstaates Tamil Nadu, den Bhavani. Fast 90 Jahre war Indien offiziell Teil des britischen Weltreiches. Und wie so vieles in Indien verdankt auch die Nilgiri Mountain Railway ihre Existenz den Briten. Als die Briten nach Indien in die Nilgiris kamen, haben sie ein kleines England gegründet. Sie entschlossen sich also, eine Bahnstrecke zu bauen und hier zu leben. Das Klima war ähnlich wie in England. Recht kühl. Doch bevor es in die kühlen Berge geht, muss die Lok für den Aufstieg vorbereitet werden. Das geschieht beim ersten Halt in Kala. Wasser wird aufgefüllt und die Dampflok entschlackt. Dann wird noch Dampf gekocht, damit für die Bergfahrt genug Kraft da ist. Es handelt sich um eine Zahnradbahn mit dem Zahnstangensystem des Schweizers Roman Abt. Die Nilgiri Mountain Railway ist die einzige Zahnradbahn in Indien. In der Ebene fährt die Lok auf normalen Schienen. Sobald es aber steiler wird, überträgt das Zahnrad die Kraft auf die Zahnstange. Wegen bürokratischer Hürden wurde 45 Jahre lang geplant. Baubeginn war dann 1891 und erst 1908 erreicht der erste Zug den Endbahnhof Uti. Kostendeckend war die Bahn nie, der Bau war sehr aufwendig. Die Strecke besteht aus 16 Tunnel und mehr als 250 Brücken. Und so schnauft die Schmalspurbahn mit einer maximalen Steigung von 120 Promille durch den Dschungel. Damit ist sie die steilste Bahn Asiens. Und mit etwas Glück findet man unweit der Strecke auch wilde Elefanten. Man sollte ihnen nicht zu nahe kommen. Sie können sehr gefährlich werden. Übrigens sind in Indien auch Elefanten heilig. Es soll auch vorkommen, dass die Elefanten die Eisenbahntrasse als Wanderpfad benutzen. Dann muss der Zug eben warten. Das Wetter ist tatsächlich dem Englischen nicht unähnlich. Es regnet also viel. Hangrutsche haben der Trasse schon mehrmals zugesetzt. Und auch die häufig nassen Schienen machen den Eisenbahnbetrieb nicht einfach. Wenn die Schienen feucht sind, rutscht das Rad auf der Stelle. Wenn wir Sand auf die Schienen streuen, bekommt das Rad etwas Halt und der Zug kommt voran. Nur etwas Sand, schon ist der Halt da und der Zug rollt. Wir erreichen nun Hillgrove Station auf einer Höhe von bereits 1200 Meter. Und wie dieser Bahnhofsname erinnern auch die meisten anderen Namen der Bahnstationen an das British Raj, das englische Indian Empire. Hillgrove Station ist eigentlich nur eine Versorgungsstation für die Eisenbahn. Doch auch Touristen erfreuen sich eines kleinen Snacks. Und natürlich, jeder bekommt etwas ab. Wasserfassen also für Affen, Menschen und Dampfrösser.
Und da hat auch unser Lokführer Zeit für einen kleinen Plausch. Seit meiner Kindheit habe ich mit dem Dampfzug zu tun. Schon seit 20 Jahren bin ich Lokführer. Es ist harte Arbeit, aber ich mag sie. Als Heizer habe ich immer 75 Kilo Kohle auf meinem Kopf getragen. 2-3 Jahre lang. Zuerst war ich Zweiter, dann erster Heizer. Die Arbeit habe ich mir selber beigebracht. Niemand hat mich ausgebildet. Ich habe es einfach gelernt. Durch die Arbeit auf der Dampflok werden wir schmutzig. Aber das ist gut für die Gesundheit. Wellness einmal anders. Nach etwa einer halben Stunde geht's weiter. Mit einer Geschwindigkeit von 13 Kilometern pro Stunde. Der Zug klebt förmlich an der Wand. Das gleichmäßige Ruckeln ist besser als jedes Entspannungsbad. Und im Tunnel freuen sich die Inder wie die Kinder in einer Geisterbahn. In Tamil Nadu wird viel gefeiert. Ein Fest zu Ehren der Mutter Gottes. Lampen als Opfer. Die Leute kommen, um für das Wohlergehen ihrer Familien zu beten. Sie glauben daran, dass, wenn sie die Göttin mit Ernsthaftigkeit und Demut anbeten, sie ihnen Wohlstand und Gesundheit bringt, aber auch Masern, Windpocken und Pocken sowie andere ernste Krankheiten heilt. Zur Linderung von Krankheiten glaubten die Engländer dagegen an eine Bahnfahrt in die Nilgiris. Sie hofften, dass die frische Luft der blauen Berge Wunder vollbrächte. Vielleicht ist auch deswegen ein Job bei Indian Railways sehr begehrenswert. Wir kommen nun durch Glendale Estate. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts pflanzten hier Engländer Tee an. Er wurde mühsam mit Elefanten hinunter nach Methupalayam gebracht. Glendale Estate stellte daher Arbeiter zum Bau der Bahn ab. Das beschwerliche Pflücken der Teeblätter ist in Indien Frauenarbeit. Sie können in den Nilgiris auf einer Höhe von 1800 Metern das ganze Jahr über ernten. Wir ernten alle 10 Tage. Man nimmt einen Messstab und hält ihn so wie die Frauen hinter mir. Diese beiden Blätter und die Knospe.
werden jeden Tag zwischen 7:30 Uhr morgens und 4:30 Uhr nachmittags gepflückt. Damit die Blätter nicht verwittern, kommen sie in die Fabrik. Dort bleiben sie für 18 Stunden, um die Feuchtigkeit zu entziehen. Danach wird das Blatt gewalzt. Nach dem Walzen wird der Tee sortiert. Und danach lassen wir ihn oxidieren, um die chemische Zusammensetzung zu erhalten. Nach der Oxidation kommt der Tee in eine 125 Grad heiße Brennkammer. Danach wird er wieder sortiert, wobei Körner und Fasern entfernt werden. Und schließlich wird der Tee trinkfertig verpackt. Früher wurde er dann mit der Eisenbahn abtransportiert. Nach 28 Kilometern erreichen wir die erste Stadt, Kunur. Wie vor 100 Jahren ist der Schrankenwärter ganz auf sich und seine Muskelkraft gestellt. Doch bei einem Zugpaar am Tag ist der Job dann doch zu bewältigen. Ein wenig Schienenhygiene. Und schon ist der Zug da. Die Eisenbahnersiedlung von Kunur unterstreicht die Bedeutung der Bahn für die Stadt. Nach britischem Vorbild wurden die Häuser gebaut, um den Bahnbediensteten ganz fürsorglich ein Obdach zu geben. Von Anfang an durften sie hier mit ihren Familien leben, solange sie in Kunur stationiert waren. Die Häuser sind noch heute sehr begehrt. Wir treffen hier einen alten Bekannten. Christen gibt es in Indien nicht viele. Ivans Vorfahren waren Briten und vor allem Eisenbahner. Sein Vater arbeitete 33 Jahre bei den Indian Railways und sein Bruder auch. Ivan fing als Schaffner an und heiratete schließlich 1981. Wir verbrachten unsere Flitterwochen in Kohinoor, aber wir hätten es uns nie träumen lassen, hier einmal zu wohnen. Doch es kam so. Und es ist eine wunderbare Erfahrung, 32 Jahre bei der Eisenbahn zu arbeiten. Und wir sind sehr stolz. Wir lieben unseren Beruf und gehen ganz darin auf. Und auch mein Schwiegervater war ein großartiger Lokführer. Er fuhr Dampfloks. Um 10.30 Uhr erreicht der Zug Kunur, wie vor 100 Jahren. Nahezu mit unveränderter Technik wird hier eben noch Bahnbetrieb durchgeführt. Deswegen wurde die gesamte Eisenbahnlinie 2005 als Teil des UNESCO-Welterbes anerkannt. Nun kommt eine neue Lok, eine Diesellokomotive. Die Strecke ist jetzt weniger steil, da braucht man keine Zahnradlok mehr. Und wenn der Bahnbetrieb auch etwas antiquarisch wirkt, auf Sicherheit wird wie ehedem allergrößter Wert gelegt. So, this is a block instrument. Das ist ein Blockkasten. Den Zugverkehr zu regeln, ist die Hauptaufgabe des Stationsvorstehers. Nehmen wir an, ein Zug wartet am anderen Ende. Dann kann ich hier das Gleis freigeben. Das ist der Token, der Zugangsschlüssel für den Abschnitt zwischen Kohinoor und Wellington. Er wird in dieser Tasche sicher verwahrt. Die wird dem Lokführer übergeben. Ohne den Token kann kein Lokführer meinen Bahnhof verlassen. Nun, also kann auf der eingleisigen Strecke nichts mehr schiefgehen. Die Diesellok ist schneller als das alte Dampfross. Die Geschwindigkeit hat sich der Umgebung irgendwie angepasst.
Unten in der schwülen Hitze langsam, oben in der frischen Kühle etwas schneller. Der Zug ist heute hauptsächlich für Touristen interessant. Früher war es auch schon für die Einheimischen. 100 years before, when train came to Nilgiri, our people just Vor 100 Jahren, als der Zug in die Nilgiris kam, sahen die Menschen etwas Neues. Also schrieben sie ein Lied über diesen Zug. Sie verglichen ihn mit einem jungen, schwarzen, schönen Büffel. Dann wird in dem Lied der Zug mit einer herannahenden Schlange ohne Beine und ohne Augen verglichen. Der Zug fliegt wie eine Motte umher. Er ist wie eine schöne schwarze Blume. Er beschützt die Menschen wie eine liebevolle Mutter. Ein Zug, der die Menschen beschützt. Wo gibt es so etwas schon? Die Todas gelten, zumindest nach ihrer eigenen Auffassung, als erste Bewohner der Nilgiris. Ihr Gott ist die Natur. Sie essen seit 1000 Jahren kein Fleisch und verehren die Tiere, besonders ihre Büffel, deren Produkte den Hauptteil ihrer Ernährung bilden. Etwa 1200 Todas leben ihr friedliches Leben. Und wir dürfen einem ganz besonderen Fest, der sogenannten Pfeil- und Bogenzeremonie, beiwohnen. Der ganze Stamm nimmt daran teil. Nachdem die künftigen Eltern von den älteren Stammesmitgliedern gesegnet wurden, geht der angehende Vater in den Dschungel. Dort schlägt er einen Busch und bastelt daraus einen Pfeil und Bogen. Wir geben dann der Ehefrau Pfeil und Bogen. Wenn sie die Clan-Mitgliedschaft annimmt, gehört das ungeborene Kind zu unserer Familie und zu unserem Land. Die Ehefrau platziert Pfeil und Bogen nahe der Lampe und des Baums. Nachdem sie die Lampe angesehen hat, wird sie weinen. Dem Glauben nach wird das Baby dann gute Augen haben. Wir sind nun weiter unterwegs im Todaland. Die Freude der Menschen im Zug lässt einen aber schnell vergessen, dass trotz eines Ticketpreises von umgerechnet nicht einmal 1,50 Euro es sich viele Menschen in Indien nicht leisten können, den Zug zu benutzen. Indien ist immer noch ein Agrarland. Viele Menschen arbeiten als Tagelöhner und müssen zusätzlich betteln. Manche sammeln, nein, nicht Abfall, sondern herabgefallene Eukalyptusblätter. Reine Frauenarbeit.
Die Blätter werden zu dieser Hütte gebracht, wo, auch das haben die Engländer eingeführt, Eukalyptusöl hergestellt wird. Hier arbeitet seit 35 Jahren Uni Krishnan. Schon sein Vater hat das gemacht. Den Gestank in der Hütte kann der Film nicht vermitteln. Hier sind 300 Liter Wasser und getrocknete Blätter. Alles wird genau festgemacht und dann nochmal festgeschnürt. Dann zündet man das Feuer an. Dabei entsteht Dampf. 300 Liter Wasser werden zu Wasserdampf umgewandelt. In diesem kalten Wasser wird der Dampf wieder flüssig. Das Wasser kommt vermischt mit dem Öl. Es schwimmt oben. Das Wasser wird automatisch abgelassen. Dann muss man es ausfiltern. Eukalyptusöl ist ein Ausgangsstoff für Medizin und Parfüm. Größter Importeur ist die EU. Wir nähern uns dem Scheitelpunkt der Strecke bei Fern Hill. Nun geht's nur noch bergab. Planmäßige Ankunft in Uti ist um 12 Uhr, nach fast 5 Stunden. Udagamandalam, das ist tamilisch. Die Briten konnten das auch nicht richtig aussprechen. Sie nannten den Endpunkt der Strecke kurzerhand Uti oder Queen of Hill Stations auf 2286 Metern. Uti ist heute der Touristenmagnet in den Nilgiris. Entdeckt wurde die Gegend, ja genau, von einem Engländer. Schnell sprach es sich herum, dass man es hier im Sommer gut aushalten konnte. Heute wissen das 100.000 Einwohner. Zur Kolonialzeit hatte die britische Regierung ihr Hauptquartier in Chennai. Von 1860 an wurde von Uti aus im Sommer regiert. Und da wundert es nicht, dass trotz der immensen Kosten die bis heute unrentable Nilgiri Mountain Railway gebaut wurde. Die UNESCO kann der Bahn helfen zu überleben. Das ist gut so. Und schon die Erbauer der Bahn hielten es mit folgender Weisheit. Wir müssen lieben, was wir tun. Nur dann kann es uns gefallen. Das muss für alles gelten, was wir hier tun. Wir müssen eine Leidenschaft dafür aufbringen. Nur dann macht die Arbeit Spaß. Only then the job will come nice.